Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die sowas hier machen. Es passiert jeden Tag. Menschen brechen ins eiskalte Wasser ein. Jetzt zählt jede Minute, denn es geht um Leben und Tod. Und immer wieder erfrieren oder ertrinken Menschen. Richtig, ich meine genau die Hohlbirnen, die, wie das hier hinten zu sehen ist, auf einem leicht zugefrorenen See drauf rumlaufen und dann einbrechen. Ist ja egal, dass ihr euer eigenes Leben aufs Spiel setzt, wenn ihr das unbedingt machen müsst, ja. Aber ihr seid ja als Erwachsene auch Vorbilder für Kinder, die, wenn die das sehen, selber aufs Eis rauflaufen, ja, und dann selber einbrechen und vielleicht sogar ertrinken oder erfrieren. Abgesehen von den Rettungskräften, die dann kommen, um euch aus dem Eis zu retten oder zu befreien, ja, auch die setzen ihr Leben mit aufs Spiel, weil ihr alten Lappen nichts Besseres zu tun habt, als zum Beispiel bei Plusgraden, nur weil es gerade mal schneit, so wie es jetzt hier gerade passiert, ja, wie man sehen kann, aufs Eis lauft und dann nämlich einbrecht, ja. Euch wollte ich einfach nur mal fragen, habt ihr einen Marvel oder was? Ihr seid doch bekloppt, wenn ich sowas sehe und höre, kriegst so einen Blutdruck da. Was lauft ihr eigentlich auf irgendwelche Seen, wenn die noch nicht mal richtig zugefroren sind? Echt? Da krieg ich wirklich so einen Blutdruck da. Meine Güte nochmal, guckt euch das da hinten mal an. Ja, da brauche ich nur ein kleines Ästchen raufwerfen, dann bricht das Ding ein. Ne? Echt, das kann auch wohl alles nicht mehr wahr sein, oder was? Lasst die Scheiße sein. Ne, ihr seid Vorbilder für alle anderen da, für Kinder und sowas. Ne, und die Rettungskräfte, die selber einbrechen. Meine Fresse nochmal. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wenn überhaupt was in der Birne drin ist, ansonsten kriegt ihr mal eine richtige Ansage. Meine Fresse nochmal. Hält doch keine Sau im Kopf mehr aus, Sir.